Ich bin heute in Euerfeld im Fränkischen, weil wir hier einen ganz besonderen Mobilfunkstandort haben. Das ist der Standort da hinter mir. Das ist ein mobiler Mobilfunkstandort. Das ist jetzt noch nicht so die wahnsinnige Neuigkeit, weil solche Standorte setzen wir schon seit Jahren ein. Im Katastrophenfall, Sonderversorgung beispielsweise für Festivals, aber auch um Funklöcher zu schließen, so lange bis der endgültige Mast steht. Solche Standorte werden bisher immer mit solchen Dieselaggregaten betrieben, weil irgendwo muss ja der Strom herkommen. Jetzt haben wir hier aber zum ersten Mal einen Standort, der mit einer Brennstoffzelle betrieben wird. Wie so eine Brennstoffzelle funktioniert, das habe ich mir in der vergangenen Woche in Herten bei der Firma Hyref erklären lassen. Und die hat ihren Sitz auf einem ehemaligen Zechengelände. Und das sieht total anders aus als hier. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Aus welchen Bestandteilen besteht jetzt so eine Brennstoffzelle? Das ist ein Reformer. In diesem Reformer erzeugen wir Wasserstoff. Das ist die eigentliche Brennstoffzelle. In der Brennstoffzelle erzeugen wir den benötigten Strom. In diesen Reformer bringen wir Methanol ein. Das Methanol wird im Reformer verdampft. Dieses Gas, dieses Produktgas, was dabei entsteht, reagiert an dem Katalysator, der hier im Reformer eingebaut ist. Und die Reaktion am Katalysator sorgt dafür, dass der Wasserstoff, der an dem Methanol anhängt, aufgespalten wird. Dieser Wasserstoff wird dann aus dem Reformer rausgeholt und dann in diese Brennstoffzelle hier eingeführt. Wie passiert das? Das passiert über eine kleine Pumpe, die da integriert ist. Hier raus und da rein. Okay. Hier haben wir das eigentliche Brennstoffzellensystem. Da haben wir hier oben die Steuer- und Leistungselektronik. Und hier unten drunter ist das Herz dieses Systems, das ist der Stack. Das ist ein Polymermembran-Stack, Polymer-Exchange-Membran, PEM. Und der arbeitet mit Wasserstoff und dem Sauerstoff der Luft. Und wir bringen beides in diesen Stack ein, sowohl den Wasserstoff aus dem Reformer, wie auch den Sauerstoff aus der Umgebungsluft. Und die Reaktion zwischen Anode und Kathode in diesem Stack sorgt eben für die Erzeugung der elektrischen Leistung, die wir dann an den Mobilfunktürmen brauchen. Wie viel Leistung kann erzeugt werden? Mit diesem System können wir eine Dauerleistung von 5 kW liefern und eine Spitzenleistung von 7 kW. Jetzt sehe ich aber, hier ist ein An- und Ausschalter. Also ich brauche am Anfang kurz einmal Strom aus der Batterie. Ja, es gibt eine Pufferbatterie, mit der wir Spitzen, die über diese 7 kW hinausgehen, noch abdecken können. Und diese Pufferbatterie nutzen wir auch, um das System in Betrieb zu setzen. Wenn Sie den einen Ausschalter betätigen, starten Sie zuerst mal eine Überwachungselektronik. Diese Elektronik guckt nach, ob sowohl im Reformer wie auch in der Brennstoffzelle alles in Ordnung ist. Wenn alles in Ordnung ist, startet das Brennstoffzellensystem und liefert letztendlich die Energie, die Sie brauchen. Das heißt, Sie können dann aus der Ferne auch sehen, falls irgendetwas mit der Brennstoffzelle nicht stimmt. Ja, Bestandteil der Steuerelektronik ist auch ein Monitoring-System. Und wir können quasi von jedem Punkt der Welt, wo wir ein Smartphone oder ein Tablet betreiben können, in diese Systeme reingucken. Und wie lange kann man damit einen Masten betreiben? In der Auslegung sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, Methanoltank, Reformer, Brennstoffzelle in dieser Einheit können wir mit dem Tank fast ein Dreivierteljahr Dauerbetrieb realisieren. Wer oder was ist eigentlich PASM?
Kurz gesagt ist die PASM die Energietochter im Konzern der Deutschen Telekom AG. PASM steht für Power and Air Condition Solution Management. Wie der Name schon sagt, managen wir die Energieversorgung für den Konzern. Das machen wir über unsere eigenen Anlagen, sprich Gleichrichter, Klimaanlagen, Batterieanlagen oder auch Netzersatzanlagen. Und mit diesem großen Anlagenportfolio sichern wir die Verfügbarkeit für die Technikstandorte der Telekom Deutschland. PASM hat schon Erfahrungen mit Brennstoffzellen machen können. Für den Mobilfunk-Anwendungsfall ist das unser erstes Mal jetzt mit der Brennstoffzelle. Das kam so, dass die Kollegen der Funknetzplanung auf uns zukamen und Energieversorgung für mobile Mobilfunkmasten benötigten, die eben meistens im Außenbereich auf Feld, Wald und Wiese sind, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Welche Vorteile hat das für uns? Der Einsatz von Brennstoffzellen in dem Anwendungsfall ist für uns sowohl wirtschaftlich wie auch umweltverträglich. Man müsste es ja immer mit einem normalen klassischen Dieselgenerator vergleichen. Mhm. Dieser Dieselgenerator müsste alle 2 Wochen im Dauerbetrieb gewartet werden. Oft komme ich nicht zu dem Standort, weil die Wiese zum Beispiel vermatscht ist oder sowas. Und die Brennstoffzelle kann einfach als elektrochemisches System wesentlich gesicherter dort die Energie versorgen und ist wartungsärmer. Wie gewinnt man eigentlich Methanol? Also normales Methanol wird im Raffineriebetrieb hergestellt. Wir möchten jetzt hier gerne Biomethanol einsetzen. Das ist CO2-neutral, weil es zuvor aus Biomasse, Biomethan gewonnen wird. Und somit erreichen wir hier eine CO2-Neutralität im Betrieb. Der Standort ist eine temporäre Lösung. Der eigentliche Standort soll dann hier am Sportplatz entstehen. Dann gucken wir jetzt mal, wie das hier im Endzustand aussieht. Das ist der Tank für das Biomethanol und da passen 3000 Liter rein. Man kann das auch noch hier oben reingucken. Da sieht man dann, das ist der Füllstutzen und das ist die Anzeige. Das ist aber jetzt leer, ist uninteressant. Weil befüllt wird das Ding morgen. So, und hier ist das eigentliche Herzstück. Da ist jetzt eingebaut die beiden Kästen, die wir ja in Herten gesehen haben. Hier ist der Reformer drinnen und hier ist die eigentliche Brennstoffzelle drinnen. Und wenn das ab morgen hochgefahren wird, die Anlage, dann betreibt das den Mobilfunkmasten hier. Man hat es hinten auf den Bildern ja mal gesehen, es ist hier auch ein Dieselaggregat aufgestellt worden. Das aber nur zur Sicherheit, weil das eben für uns das erste Mal ist, dass wir das machen. Und dann haben wir gesagt, okay, bis das Ding hochgefahren ist, steht das zur Sicherheit da, kommt aber dann weg. So, hier ist jetzt alles aufgebaut. Morgen kommt das Tankfahrzeug, dann wird Biomethanol eingefüllt und dann braucht die Anlage ungefähr 10 Stunden, um hochzufahren. Und dann geht auch der Standort in Betrieb und hier haben wir dann eine einwandfreie LTE-Versorgung. Also das ist ein sehr spannendes Projekt, was wir hier haben, weil wenn es uns gelingt, diese Station über Monate mit einer Brennstoffzelle zu versorgen, dann könnte dieses Beispiel Schule machen. Weil eine der größten Herausforderungen, wenn man einen Standort in entlegene Gebiete stellt, um Mobilfunklücken zu schließen, ist die Stromanbindung. Und dieses Problem wäre dann gelöst. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens ganz nett, heute Morgen fragte einer der Arbeiter, warum baut ihr hier den LTE-Standort hin? Ich habe hier 4 Balken LTE-Versorgung. Ja, hier oben auf dem Hügel ist die LTE-Versorgung jetzt schon gut,
Aber in euer Feld, in der Ortschaft, die ein bisschen hier in der Senke liegt, da ist die Versorgung unzureichend. Und das sind eben diese topografischen Herausforderungen, von denen die Netzbetreiber immer sprechen. Das müssen keine Berge sein. Das ist schon so hügelige Landschaft, sorgt dafür, dass es eben Abschattungen gibt. Aber für euer Feld gehört das der Geschichte an.